Hallo und herzlich willkommen zu. Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Die Scheiße hier, das kannst du mir nicht antun. Ich wette nie wieder mit dir. Herzlich willkommen zu Farming Simulator 2013, den erfolgreichen Nachfolger der Landwirtschaftssimulator-Reihe. Heute dachte ich mir mal, wir machen den Landwirtschaftssimulator, die Reihe fort, weil sie so übelst erfolgreich war. Und heute sind wir unterwegs als der fröhliche Früchtefarmer Fridolin auf seinem Bauernhof und wollen doch schauen, dass wir in diesem facettenreichen Spiel zu möglichst viel Reichtum und einer schönen Frau kommen werden. Dazu fangen wir doch am besten gleich mal an. Mit der Tab-Taste können wir uns hier durch die einzelnen Fahrzeuge switchen. Ja, wir holen uns direkt mal hier den Mähdrescher und fangen auch direkt mal an, hier dieses Feld zu bestellen, beziehungsweise das Heu hier, das Gras da abzuholen. Ja, ich bin da jetzt nicht so betagt, was jetzt die Anrüstdrücke angehen. Da mögen mir die Profi-Farmer doch bitte verzeihen. Ui, der Sound ist aber doch ein bisschen laut. Das müsste man mal ein wenig ändern. Der Sound kann man hier hoffentlich irgendwo leiser stellen. Anscheinend nicht. Das ist ja jetzt blöd. Dann Maschinen sind halt laut und da muss man halt eben auch als fröhlicher Früchtefarmer Fridolin durch. Wir sind hier unterwegs auf unserem Feld und ja, schneiden hier die Ernte zurecht. Eine wunderschöne Landschaft, man muss detailreiche Facetten dort, die Hochspannungsleitungen, das muss man alles betrachten und auch hinter uns, wie wir denn das gedreschte Feld, Korn, Mais, Getreide ist es. So, jetzt weiß ich es endlich. Getreide, das war das Wort, das mir fehlte. Auf dem Feld liegen bleibt, damit wir es später noch eventuell zu Heuballen verarbeiten können. Und direkt die nächste Runde. Dort hinten, wir haben momentan 6:51 Uhr eines wunderschönen Sommermorgens. Und ja, dieses Detailreichtum, es ist nämlich auch gar nicht so einfach zu steuern, wie man denn glaubt. Wie man hier sieht, dort vorne habe ich schon wieder etwas stehen lassen. Es kommt einfach daher, dass ich nicht so der geübte Bauer bin. Aber ich hoffe natürlich, dass ich mit Hilfe dieses Spiels da deutlich was dran ändern kann. So, jetzt auf in die nächste Runde, weil das Feld wartet. Es ist groß genug für eine ganze Ladung zu 48, 49%, 50% sind wir jetzt hier voll mit unserem Mähdrescher. Und danach, nachdem wir es geschafft haben, den Mähdrescher endlich voll zu kriegen mit dem schönen Getreide, haben wir natürlich noch eine weitere Aufgabe. Wir müssen den Mähdrescher wieder entleeren. Dazu brauchen wir einen Anhänger, wo wir dann das ganze gedreschte Getreide wieder lagern können, um es dort danach in unseren Silos einzubunkern. Gut, die nächste Runde. Gerade die Fahrphysik ist sensational. Also sie reagiert auf jede kleine Tastendruck, wird auch sofort mit einem riesen Schwenker belohnt. Wenn ich hier beispielsweise eine Sekunde nur die rechte, also D drücken sollte, dann fährt er hier sofort einmal quer durchs Feld. Auch sensational ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn man nämlich zu schnell fährt, dann checkt das Spiel, dass wir zu schnell sind und dementsprechend nicht mehr das Getreide abbauen und dreschen können mit unserem Mähdrescher. Da muss schon die richtige Geschwindigkeitsbegrenzung eingehalten werden. Ah, zum Glück kommen ja immer noch die Tipps. Jetzt sind wir mit 100% voll. Das ist auch ein Komfortservice, dass dann der Mähdrescher automatisch die Arbeit einstellt, sodass wir uns dann halt eben vom Feld wieder runter bewegen können. Einmal hier wechseln auf. Was haben wir denn? Ah, nehmen wir den hier. Dort können wir jetzt mit dem Rückwärtsgang natürlich hier zu dem Anhänger fahren, die einfach mit einem Tastendruck von Q ankuppeln. Ja, ganz realistisch, sofort wird das hier angekoppelt und dann können wir auch schon losfahren, uns auf den Weg zu machen, um unser Getreide abzuholen. Mit ganz schnieken 40 km/h sind wir hier unterwegs. Kein Problem für so einen Trecker, den wir hier haben. Dort vorne steht auch schon unser Mähdrescher. Entsprechend gut platziert. Und naja, die Physikabfrage ist jetzt nicht hundertprozentig. Man muss auch sagen, das Spiel wurde ein wenig vor der
vor dem eigentlichen Release rausgebracht. Also die Beta-Phase, gerade die Closed-Beta, sie war wirklich spannend, hätte ein bisschen länger sein können, weil doch einige Fehler bekannt waren, allerdings nicht rechtzeitig ausgemerzt wurden, weil dieses Spiel vom Publisher unbedingt auf den Markt gebracht werden muss. So, mit einem einfachen Tastendruck von O können wir nämlich unser Entladerohr ausfahren und unser Getreide in den Anhänger laden. Das geht jetzt der Rest von ganz alleine. Aber wie man hier sieht, ganz schnell, ganz bequem sind wir hier leer. Dann fahren wir mit O das entsprechende Rohr wieder ein. Und wenn wir uns hier natürlich so ein bisschen am anderen Trecker verhaken, dann geht es auch nicht mehr weiter. Gut, dann wollen wir doch mal unseren Schneidwerk wieder senken. Mit einem Tastendruck von B anschmeißen und dann kann es auch schon wieder losgehen, hier durch unser fröhliches Feld. Das Gute, was ich hier finde, ist nämlich, dass auch die mysteriösen Kornkreise hier durchaus erklärt werden. Ja, man hier sich mit dem Mähdrescher ein wenig anstellt und sich auch anstrengt, dann ist es möglich, Kornkreise zu erstellen. Das ist ein Feature, was ich wirklich erwartet habe. Das ist eine große Verbesserung gegenüber dem Landwirtschaftssimulator 2012. Ein Wahnsinn, man glaubt gar nicht, wie viel Spaß es macht, hier Kornkreise zu erstellen. Vor allem, wenn die Anwohner dann des Nachts durch meinen Bauernhof streifen und diese Kornkreise sehen, dann fangen die wieder an, ja, so leicht am Rad zu drehen. Das ist natürlich auch eine effektive Möglichkeit, Leute von einem Bauernhof fernzuhalten. Gut, dann haben wir hier doch schon mal unseren ersten Kornkreis gelegt. Da können wir ihn auch gleich mal bewundern. Na, Kornkreis hier. Was eine Symmetrie. Ich bin wirklich begeistert. Das ging schnell und einfach. Und ja, hier kann man jetzt stehen und den Kornkreis bewundern. Auch die Detailreichtum dieser Ernte. Ja, eine Duckentaste gibt es leider nicht, aber wie sich das im Wind wiegt, einfach realistisch. Wenn man dann einfach in den Hintergrund guckt, diese realistische Wolkendeckung sieht aus wie fotografiert. Die Hügel, gut, da sieht man doch ein wenig der verfrühte Start des Spiels, aber es ist alles noch im akzeptablen Rasen. Gramas, wie gesagt, das Getreide, das könnte so mit einer Spiegelreflexkamera gerade aufgenommen werden. Wahnsinn, ich bin begeistert. Gut, dann wollen wir doch mal gleich an den nächsten Aspekt gehen, nämlich das Entladen unserer Ernte. Das bringen wir nämlich zu unseren Vorratssilos. Da fangen wir mal an, uns ein bisschen zu beeilen. Ah, hier die Lenkung ist nicht ganz so präzise wie bei Need for Speed, aber das braucht dem Ganzen eben nichts nachstehen. Dort vorne sind unsere Vorratssilos und durch eine einfache Fahrt auf unsere Vorratsabladestelle, dort mit einem netten Fragezeichen gekennzeichnet, einfach mit der Taste Q ausdrücken. Und realistisch wie im echten Leben wird natürlich die Ladung hier entleert. So, nachdem wir das getan haben, können wir hier natürlich noch ein bisschen mit unserem Trecker über unseren Hof heizen und uns noch ein wenig die Stadt erkunden. Das wäre eigentlich auch mal eine Möglichkeit, dass wir ein bisschen die Stadt erkunden fahren. Na, schauen wir doch mal, wen haben wir denn da? Hier, wo sind wir denn hier? Oh, das sind unsere Hühnerställe. Da haben wir unseren altmodischen Trecker. Aber dieses Detailreichtum, ich bin begeistert. Genießen wir doch einfach mal ein wenig die Landschaft. Einfach nur diese Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen. Dazu das leichte Brummen des Treckers. Und natürlich auch gilt hier rechts vor links. Das heißt, wir schauen erstmal rechts, ob dort einer kommt. Links, ob einer kommt. Da dort keiner kommt, können wir natürlich ohne Probleme links abbiegen. Ein Blinker wurde leider nicht eingebaut, was übrigens sehr realistisch ist, weil selbst das Originalmodell dieses Fahrzeuges keine Blinker hat. Und hier über die Landstraße können wir jetzt mit ganz gemütlichen 22 km/h entlangbrettern und einfach nur sehen, wie sich die Schlieren um unsere Augen bilden. Und sogar, wie wir sehen, Gegenverkehr ist natürlich auch vorhanden, um mal die Kollisionsabfrage zu zeigen. Realistisch wie im echten Leben, ein Auffahrunfall. Die Leute stören sich auch nicht groß daran, wie im echten Leben. Es wäre ja nicht so, dass hier sich jemand
Ein Rüsselfang, ein entlaufener Elefant soll mit Erdnüssen aus dem Wald gelockt werden. Liefern Sie mehrere Kisten davon. Das ist natürlich eine Mission, die jederzeit passiert. Deswegen akzeptieren wir sie natürlich sofort. Transportmission. Fahren Sie mit einem Frontlader mit Palettengabel zu dem grün blinkenden Ring auf Ihrer PDA-Karte, um Fracht abzuholen. Sobald Sie die Palette aufgeladen und vom Startpunkt entfernt haben, erscheint auf dem PDA Karte der Zielpunkt. Je schneller Sie die Ladung abliefern, desto höher fällt die Belohnung auf. Wenn Sie das Zeitlimit überschreiten, gehen Sie leer aus. Gut, dann brauchen wir jetzt erstmal einen Frontlader. Da haben wir nichts, aber mit dem P können wir natürlich hier einfach mal den Frontlader uns anschauen. Wie viel soll der kosten? 26.000 oder eine Schaufel? Palettengabel. Wir brauchen eine Palettengabel, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir den Frontlader mit Palettengabel. Na, wen nehmen wir denn da? 26.000, so viel können wir uns leider momentan nicht leisten. Hier wird es doch langsam auch ein wenig teuer. Tja, so wie es aussieht, können wir uns leider es nicht leisten. Außer natürlich, wir gehen hier hin. Können wir dieses Fahrzeug nicht verkaufen? Anscheinend nicht. Das ist jetzt natürlich blöd, weil jetzt haben wir eine Karte, eine Mission angenommen, die wir leider nicht erfüllen können. Auch das passiert im Leben eines Gut, und da ist unsere Zeit auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Landwirtschaftssimulator 2013, beziehungsweise jetzt als Name Farming Simulator. Bei Steam kann man ihn jetzt kaufen für nur 25 Euro. Auf jeden Fall wünsche ich euch auch, dass ihr die... Kauft euch das Spiel, es ist einfach begeisternd. Der Hahn, der kräht im Hintergrund. Es ist jetzt ganze anderthalb, eine Stunde ist vergangen. Ja, einfach begeisternd. Und bis dahin wünsche ich euch auch einen schönen Tag und erntet nicht zu viel.